Mein Name ist Marcel, ich bin 36 Jahre jung, aus Berlin, mittlerweile in Dubai lebend. Die meisten, wenn sie mich kennen, kennen mich wahrscheinlich durch Gannikus. Your time is limited, don't waste it. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, er hat recht, warum soll ich jetzt etwas machen, nur wegen Geld, wo ich nicht so richtig Bock drauf habe. Und das, wo ich richtig Bock drauf habe, das mache ich nur so nebenbei. Dann hast du geswitcht. Genau, und dann habe ich so am nächsten Tag meinen Geschäftspartner angerufen und gesagt so, ey, ich bin raus, du kannst meine Anteile haben. Lieber gehe ich noch mal durch so ein Tal, aber dann eben mit einer Sache, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe. Und ja, dann habe ich praktisch Gannikus angefangen. Ich würde auch immer ganz klar sagen, wenn du nicht liest, du beraubst dich sehr, sehr viel Potenzial. Und diese einfachen Formate an Content, wie zum Beispiel Podcasts oder YouTube-Videos, die sind ergänzend immer gut. Aber ein Buch, wo du dich mal 10, 12, 16, 20 Stunden wirklich voll fokussiert mit einem Fach, mit einem Thema auseinandersetzt, das ist schon sehr, sehr, oder kann schon sehr, sehr charakterprägend sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir den lieben Marcel bei uns. Marcel, wie geht's dir? Sehr gut, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, Ja? weil ich wurde schon lange nicht mehr tätowiert Und dann auch noch in und guter Form. dabei interviewt. Das ist schon eine besondere Herausforderung, aber deswegen habe ich ja auch dir zugesagt. Perfekt, freut mich. Was machst du hier heute eigentlich? Das ist ein japanisches Kaizen-Zeichen Ja. und das steht für stetige Verbesserung, stetige Optimierung. Das ist etwas, was für mich extrem wichtig ist, weil es einfach für mich so auch ein Symbol von Wachstum widerspiegelt. Und Wachstum bedeutet für mich Erfolg, aber auch viel Lebendigkeit. Und ich habe mir gerade die letzten Jahre oft die Frage gestellt, wie kann ich denn nicht nur irgendwie mal so einen Peak haben, sondern wirklich so dauerhaft in meiner Blüte sein? Und ich würde auch mal sagen, das ist so im Leben einer der größten Herausforderungen. Ja. Daher dieses japanische Sehr Kaizen-Zeichen. cool. Ich finde es auch cool, dass du es jetzt auch noch in dieser Verbindung mit einem Interview machst Ja. und auch zugesagt hast natürlich. Ja. Vorab würde ich dich gerne mal bitten, vielleicht den Zuschauern ein bisschen von dir zu erzählen, die dich noch nicht ganz so kennen. Ja. Mein Name ist Marcel, ich bin 36 Jahre jung, aus Berlin, mittlerweile in Dubai lebend. Die meisten, wenn sie mich kennen, kennen mich wahrscheinlich durch Gannikus. Das ist einer meiner Unternehmen. Ich habe aber auch andere Unternehmen aufgebaut, teilweise im Tierfuttermittelbereich. Ich habe einen Podcast, Paragon Mining, wo ich viel über Mindset-Themen spreche. Und ich würde mal behaupten, das sind so meine Hauptprojekte, mit denen ich Geld verdiene. Sehr cool, sehr cool. Okay, ich würde sagen, Alex, der natürlich wieder am Start ist, Hallo, Fidel El Castro, Herr kann Castro. anfangen. Und ich würde sagen, fangen wir gerne an. Erzähl ruhig einmal, wie war so der Werdegang von klein auf bis jetzt, wo du jetzt stehst? Das ist jetzt natürlich eine lange Geschichte. Ich versuche das so möglichst schnell zu umreißen. Ich bin in Süddeutschland geboren, Ecke Stuttgart. Ich würde so ein bisschen sagen, typisches GI-Kind. Mein Vater ist Afroamerikaner. Aus den USA war in Süddeutschland stationiert. Da hat er dann meine Mutter kennengelernt. Kurze Zeit später bin ich auf die Welt gekommen. Er ist dann zurückgegangen in die USA. Das heißt, ich bin ohne ihn aufgewachsen, habe ihn auch erst als erwachsener Mann dann kennengelernt. Ich habe dann bei meiner leiblichen Mutter gelebt, bis ich ungefähr so 4, 5 Jahre war. Dann ist sie damals ins Gefängnis gegangen. Und dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen und in der bin ich dann auch aufgewachsen. In Süddeutschland in den ja praktisch 90er Jahren, noch ohne Social Media, Handy etc. Ich habe ganz normal die Schule besucht. Ich war jetzt nie ein guter Schüler, muss ich ganz klar sagen. Ich war immer einer der eher schlechteren. Habe dann über Umwege mittlere Reife gemacht, aber auch nicht gut. Was einfach dann lag, dass ich ehrlich gesagt nie so eine Motivation hatte in der Schule. Ganz viel hat mich nicht so richtig interessiert. Und ich hatte auch nie so einen klassischen Berufswunsch.
Dementsprechend war das für mich alles irgendwie nicht wirklich motivierend. Hast du es eigentlich bereut, jetzt nicht in der Schule so gut aufgepasst haben, oder würdest du sagen, es ist jetzt auch ein Teil meines Weges gewesen und es war vielleicht sogar die bessere Entscheidung, weil vielleicht wäre ich sonst im akademischen Weg gegangen und wäre jetzt nicht da, wo ich heute bin? Grundsätzlich aus heutiger Perspektive kann ich zum einen Teil sagen, dadurch, dass mir jetzt so sehr, sehr gut geht, ja, Ja. war es jetzt nicht irgendwie ein super großer Fehler, aber auf der anderen Seite denke ich mir, Wissen ist immer ein großes Kapital und es ist schon so ein bisschen schade. Ich meine, du verbringst ja die Zeit in der Schule, warum dann nicht sinnvoll verbringen? Genau. Auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, dass natürlich ganz vieles, was ich in der Schule beigebracht bekommen habe, jetzt auch für mein Leben komplett irrelevant gewesen ist. Und ich das eigentlich so ein bisschen schade finde, dass ich so viel Zeit mit Sachen verbringen musste, die mich nicht interessiert haben, plus die jetzt auch für meinen Werdegang echt nicht relevant gewesen sind. Ja. Ja, das hört man ja auch öfters. Viele sind auch nicht sehr glücklich mit dem Schulsystem, mit dem wir derzeit verweilen. Trotzdem interessant zu wissen, wie es aus seiner Sicht ist. Ja. Erzähl ruhig gern weiter. Wie bist du weiter verlaufen über deinen Weg? Nach meiner, das war jetzt ehrlich gesagt auch nicht mein Traumberuf. Ich hatte damals, wie gesagt, keinen Traumberuf. Ich habe das halt gemacht, weil ich habe mich beworben, die haben mich genommen. Ja, also das war der einzige Grund. Und ich bin so aufgewachsen, auch so in dem sozialen Umfeld, wo ich damals war, so nichts machen, das war jetzt nicht wirklich akzeptiert. Was ich auch ehrlich gesagt gut fand, dass da schon so ein gewisser sozialer Druck, zumindest habe ich das damals so wahrgenommen, dass der da geherrscht hat. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, bin ich nach Berlin gezogen mit Anfang 20 und dann war es so, ich habe eigentlich danach nicht wirklich in dem Beruf gearbeitet. Ich habe dann im Vertrieb gearbeitet, weil man muss jetzt sagen, das ist jetzt alles schon über 15 Jahre her. Damals war die Berufswelt eine andere als heute. Ja, heute, ich bin selbst Arbeitgeber und wenn sich bei mir Leute bewerben, teilweise können die für das, was ich von ihnen will, gar keine Ausbildung oder auch keine akademische Ausbildung machen. Man muss es Ja. einfach können und wird da reingearbeitet auch. So, genau, es ist so beispielsweise sein Videograf, der hat es wahrscheinlich auch nicht an der Uni gelernt, sondern er hatte so seine Passion Projects. Talentiert. Und daran hat er dann gearbeitet und hat sich dann halt so reingenördet, ja. Und damals war es aber noch anders, ja. Da war es dann schon so, entweder hast du eine Ausbildung oder du musst schon so einen Scheißjob machen. Und ich wollte jetzt keinen Ultra-Scheißjob machen, weil ich kam von einem Scheißjob. Und dann bin ich in den Vertrieb gegangen. Das war so eine gute Schule und das habe ich auch nicht bereut. Ich habe dann nach, ich glaube, so 2 Jahren habe ich dann mein erstes Unternehmen gegründet mit einem damaligen Arbeitskollegen. Wir haben im Softwarevertrieb gearbeitet und haben einfach gemerkt, dass wir da so ja, in einer Position sind, wo wir die Softwareanbieter und die suchenden Firmen gut verbinden können. Und das erste Unternehmen, das hieß IT Sparrow, damals in Berlin haben wir das gegründet. Und das habe ich mit ihm so ungefähr ein Jahr gemacht. Und ich bin dann aus dieser Firma rausgegangen, als es eigentlich anfing, loszugehen, richtig, weil davor war es nur Struggle, wir haben nicht wirklich Geld damit verdient. Sind die ersten Jahre meistens nicht. Genau, bei uns war das auch so, aber dann war es so, dass wir einen potenziellen Investor gefunden hatten und der wollte das auch mit uns beiden machen. Da hätte mir dann eigentlich schon so eine ganz gute Zukunft gewunken, weil der hätte da Geld investiert, das heißt, ich hätte dann mir auch ein gutes Gehalt auszahlen können und wir hätten dann praktisch mit diesem Kapital die Firma groß machen können. Aber für mich war das halt damals so, da musste ich dann schon auch feststellen, dass so nur wegen Geld etwas zu machen, das reicht mir nicht. Und diese B2B-IT-Branche, das war halt nicht meins. Hat die Leidenschaft gefehlt. Absolut, Man muss ja. für das auch brennen. Ich sage nicht, dass immer Leidenschaft da sein muss. Aber bei mir war es damals so. Ich kenne genügend Leute, die haben viel Geld verdient, die hatten nie Leidenschaft für die Sache. Die sind da sehr, sehr rational, sehr nüchtern rangegangen und hatten mega Erfolg. Bei mir war es so, ich konnte mich dann einfach nicht motivieren. Man könnte es jetzt auch als Schwäche ansehen. Bei mir war es eben so. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich dann so ein Passion-Project gestartet habe. Dieses Projekt
Das hatte ich eigentlich schon länger im Kopf, dass ich das starten möchte. Und das war Garnikus. Aber damals ist es noch so gewesen, für mich war das ein unfassbar großer Schritt, mich selbstständig zu machen. Und wenn ich mich jetzt mit so etwas Unvernünftigem, wie einem damals war es ein Fitnessblock, Garnikus, mich damit selbstständig zu machen, wir reden jetzt vom Jahr 2012, 13, Da war der Boom auch nicht so da hoch. war das noch nicht so mit dem Internet Geld verdienen, sozial anerkannt. Das war für mich einfach noch so eine zu große Hürde. Daher habe ich erstmal diesen Umweg gemacht über die seriöse Selbstständigkeit, die mir aber einfach nichts gegeben hat. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, mir gibt es von der Leidenschaft her nichts. Und ich habe damals schon an Garnicus dann praktisch After Work gearbeitet, nach meiner Arbeit in meinem Unternehmen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war im Herbst müsste das 2013 gewesen sein. Ich saß so spät abends bei mir am Laptop in meiner Berliner Pennerwohnung im Wedding, und habe so nebenbei Musik laufen lassen auf YouTube. Und warum auch immer ist dann kein Musikvideo gekommen, sondern von Steve Jobs die Rede, ich glaube an der Stanford University, Stanford oder Harvard, das ist eine sehr, sehr bekannte Rede. Und ich habe die mir angehört und das war so, das hat sehr stark mit mir resoniert. Und dann hat er diesen Satz gesagt, Your time is limited, don't waste it. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, er hat recht, warum soll ich jetzt etwas machen? Nur wegen Geld, wo ich nicht so richtig Bock drauf habe. Und das, wo ich richtig Bock drauf habe, das mache ich nur so nebenbei. Dann hast du geswitcht. Genau. Und dann habe ich so am nächsten Tag meinen Geschäftspartner angerufen und gesagt, so, ey, ich bin raus, du kannst meine Anteile haben. Dann er ganz schockiert und erstaunt, hey Marcel, wir haben doch jetzt hier mit Investor und jetzt wird es abgehen und so. Ich so, ja, scheiß drauf, ich habe da keinen Bock drauf. Geil. Obwohl, also ich muss ganz klar sagen, damals war ich schon. Ich war schon broke, ja. Also ich habe so mit meinem letzten Geld dieses Unternehmen gegründet und habe von ein paar hundert Euro gelebt. Hatte da, wie gesagt, im Wedding eine kleine Wohnung und ich hatte jetzt kein geiles Leben, keinen geilen Lebensstandard. Aber für mich war einfach wichtiger, an etwas zu arbeiten, wo ich richtig Bock drauf habe und das groß zu machen und damit dann wirklich auch Geld zu verdienen. Am Ende des Tages, jetzt so im Nachhinein, ist für mich das schon auch intellektuell und so vom Bewusstsein relativ klar. Damals habe ich in dieser IT-Sache einfach nicht gesehen, dass ich so durch diesen Dip, also durch dieses Tal durchgehe. Wobei ich dazu sagen muss, eigentlich war ich schon fast so durch das Tal durch, ja. Aber das war für mich dann echt nicht so wichtig. Ich habe dann gesagt, ja, lieber gehe ich noch mal durch so ein Tal, aber dann eben mit einer Sache, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe. Und ja, dann habe ich praktisch Garnicus angefangen. Und durch Garnicus habe ich dann viele Möglichkeiten bekommen, weil ich sehr, sehr viele talentierte, intelligente Menschen kennengelernt habe. Und daraus sind dann auch mehr Unternehmen entstanden. Also ich habe dann schon, ich glaube, 2015 habe ich dann schon praktisch die nächsten Unternehmen gegründet. Manche haben dann nicht geklappt, manche haben dann aber auch geklappt und sind dann teilweise heute ja richtig groß. Du hast dann auch über die ganze Zeit wahrscheinlich auch dein Training weitergeführt Ja. und aktiv trainiert. Ja, das habe ich immer Wann gemacht. hast du angefangen? Ich habe als Jugendlicher angefangen, also im Kinderzimmer. Damals. Ich hatte jetzt keine wirkliche Ahnung. Ich habe halt das gemacht, was ich mal irgendwo gesehen habe und was ich mit sehr einfachen Mitteln machen konnte. Das waren Liegestützen, Sit-ups und dann hatte ich irgendwann Hanteln zum Geburtstag oder so bekommen. Aber das waren so, weißt du noch, lilane Frauenhanteln, auch Ah, nicht diese kleinen schwer. Dinger, Ja, nicht schwer. Ich ja. glaube 5 Kilo oder so, aber das war für mich besser als nichts. Und damals war es ja noch so, wir reden jetzt so von den frühen Nullerjahren. Da war noch nicht irgendwie McFit für 15 Euro und du kannst dahin mit 12 gefühlt, ja, sondern damals war noch Fitnessstudio hat, boah, so 80 Mark oder so gekostet. Okay.
Und ich hatte ja damals keine Kohle dafür und du kommst auch erst ab 18 ins Fitnessstudio. Da habe ich nur ein bisschen zu Hause trainiert. Und als ich dann so das erste Geld verdient habe, habe ich mich sofort im Fitnessstudio angemeldet. Ich hatte schon als Kindheit immer die Faszination für Leute mit einem athletischen Körper, also gar nicht nur Bodybuilder, sondern auch hier damals Vin Diesel, ja, Triple X, Vin Diesel, der jetzt so ein bisschen breit war, aber auch schon Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold, so die ganzen Leute, aber auch dann später 50 Cent und so Alles weiter, unsere glatzköpfigen Brüder. ja. Genau. Und ich fand das immer cool, Leute, die irgendwie Muckis haben. Und ja, dann habe ich als Jugendlicher angefangen im Kinderzimmer, dann mit 18 bin ich ins Gym. Und seitdem habe ich eigentlich auch immer trainiert, außer wenn ich mal zwischendurch, kann ich mich noch daran erinnern, dann hatte ich so mal gar keine Kohle, dann konnte ich das Fitnessstudio nicht zahlen. Aber ansonsten, als dann auch die Gyms günstiger wurden, ja, dann konnte man sich das schon immer leisten. Und ich habe immer trainiert. Ich muss halt dann schon auch sagen, dass ich viele Jahre hatte, wo ich echt nicht arg viel anders gemacht habe, außer arbeiten und Training. Also ich bin dann 5 Uhr aufgestanden, mit meinem Rad zu McFit gefahren und dann trainiert, dann nach Hause, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, also das war dann halt so Ganz Tag. mein, ja, und das war dann so 7 Tage die Woche auch. Erstreckt das Bett auf jeden Fall. So, also hast du dann irgendwann den Garnicus gegründet. Wie war das für dich? Das ist bestimmt ein Umstand, das ist ja nicht so wie heute, wo auch viele Influencer und auch wo viele Sportler wirklich eigene Marken haben. Da waren ja richtige Wirtschafter im Endeffekt, die teilweise gar nichts mit dem Sport richtig zu tun hatten. Wie war das für dich, wo du dann das für dich entdeckt hast? Also für mich war so mit ein Grund, Garnicus zu starten, schon auch. Also zum einen war ich ein riesen Fitness-Fan. Ich war ein Fan und ich hatte dafür eine riesen Leidenschaft und ich wollte unbedingt damit irgendwie mein Geld verdienen. Und ich fand das immer cool, im Internet Geld verdienen. Und damals ist so gewesen, wie du sagst, also das Wort Influencer gab es noch gar nicht, 2013, 14. Das Einzige, was ich damals kannte, waren so eBay-Shops. Leute, die auf eBay verkauft haben, was heute wieder so voll das Nischenthema ist, was so nicht mehr groß ist, aber damals war das so in Anführungszeichen relativ gehypt. Und dann habe ich aber schon viel so amerikanische Blogs mir angeguckt und es gab damals so Magazine Flex, Muscle and Fitness, Sportrevue und ich fand das immer sehr, sehr glatt, was sie dort berichtet haben. Und auch so relativ realitätsfern. Als Beispiel, dann waren halt irgendwelche Ronnie Coleman, Jay Cutler Trainingspläne oder Ernährungspläne so aus der amerikanischen Flex einfach übersetzt mit Bisonfleisch. Ja, wo du so als Deutscher dir denkst, okay, ich habe noch nie in meinem Leben Bisonfleisch gegessen. Wenn ich dann halt zu Aldi einkaufen gehe, da gibt es kein Bisonfleisch. Ja. Und dann war für mich klar, okay, die amerikanischen Blogs, da gibt es jetzt schon einige, die das so sehr authentisch machen und ich fand das sehr cool. Doch in Und Deutschland gab es genau, nichts. und in Deutschland gab es das nicht. Damals gab es Team Andro. Da muss man schon sagen, das war authentisch, aber das war jetzt halt ein Forum. Das war jetzt kein Blog oder Magazin. Und ich dachte mir, okay, so einen authentischen Fitnessblog, das gibt es noch nicht. Das mache ich jetzt. Und ich habe dann auch so mich in das Thema reingelesen. Und habe dann auch so schnell verstanden, okay, da kannst du schon Geld verdienen. Also das ist jetzt nicht nur karitativ, sondern du kannst ja schon mit Affiliate-Marketing, Werbebanner verkaufen etc. kannst du Geld verdienen. Und damals ist auch YouTube aufgekommen und ich habe dann praktisch parallel immer YouTube und den Blog gemacht. Und habe dann auch direkt damit Geld verdient, aber natürlich nicht sehr viel. Also die ersten Monate war das noch so im 100er-Bereich. Aber ich glaube, nach so 3, 4 Monaten war das schon vierstellig. Aber niedrig vierstellig. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie 9.000 Euro verdient habe, sondern es waren dann halt mal 1.000 Euro und dann ging das so ein bisschen hoch. Aber dann war es natürlich schon auch so, dass du immer reinvestieren musstest, zum Beispiel in besseres Kameraequipment, in ITler. Dann hatte ich auch so relativ schnell Freelancer, die mir geholfen haben. Und so hat das Ganze dann angefangen und ich habe dann praktisch neben dem Fitness-Know-how, was ich mir aufgebaut habe, weil ich war damals auch kein zertifizierter Trainer oder sowas, ich war nur ein Fan, ja, der so ein bisschen gepumpt hat. Ich habe mir dann praktisch Fitness-Know-how aufgebaut, aber auch so
dieses im Internet Geld verdienen Know-how, was im Jahr 2014 schon noch, es ist ja nicht so um die Ohren geflogen wie heute. Heute, du gehst bei Instagram rein und jeder erzählt dir, wie du schnell im Internet reich wirst. Vermeintlich, ja. Damals war das noch nicht so, du musstest schon suchen. Und das waren eigentlich so meine drei Themen damals, ja. Online-Marketing, Internet Geld verdienen, Fitness und ja, so unternehmerisch. Ja, wie geht das Ganze? Wie mache ich das mit einem Gewerbe? Dann habe ich später eine UG gemacht, dann eine GmbH etc. Also das waren eigentlich immer so meine Themen. Und ja, mit der Zeit ist dann so, dass du irgendwann in Anführungszeichen das Fitnessspiel auch so ein bisschen durchgespielt hast. Mhm. Und dann sind natürlich die anderen Themen wichtiger geworden, weil dann stellst du Mitarbeiter ein, dann musst du die auf einmal führen, dann musst du eine vernünftige Buchhaltung machen, weil dann merkst du irgendwie, oh scheiße, irgendwie kommt da Geld rein, aber man muss doch irgendwie verwalten können. Genau, du musst verwalten können. Das muss man auch wissen und dann muss man sich halt überlegen, ist es ratsamer, entweder das Know-how zu lernen oder jemanden zu haben, der schon das Know-how hat. Ja, aber du musst immer selber lernen. Das muss ich dann auch lernen. Ja, das man muss selber lernen. Man muss immer alles wissen, aber man sollte nicht immer alles selbst machen. Genau. Am Anfang natürlich, aber wenn die Summen natürlich noch nicht ganz so hoch sind, dann ist es noch ertragbarer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von den jetzigen Summen redet, die du erwirtschaftest, wenn du das alles alleine machen willst, das wäre gar nicht. Das würde gar nicht gehen. Ja. Wie war das denn? Du hast ja gesagt, du hast eine UG am Anfang gegründet, ist es irgendwann eine GmbH geworden. Genau. Wie waren so die einzelnen Schritte, auch wirtschaftlich gesehen und buchhalterisch, papierkrammäßig? Was ist alles auf dich zugekommen? Boah, alles. Also am Anfang habe ich die Buchhaltung selber gemacht und hatte dann praktisch so ein Buchhaltungsservice, noch nicht mal ein Steuerberater, der hat dann praktisch das Ganze beim Finanzamt eingereicht und angemeldet. Dann hat man später einen Steuerberater, den ersten, gehabt. Und ich habe dann immer die vorbereitende Buchhaltung selber gemacht. Das würde ich heute im Nachhinein auch viel früher gucken, dass ich, also heute würde ich da eher nach jemandem gucken, der das Ganze übernimmt, einfach auch aus dem Grund, weil ich, das war nie meine Chemiezone. Ja, es war gut, dass ich mich da durchgequält habe und ich habe es auch sehr lange gemacht und es war sehr, sehr qualhaft für mich, aber es gibt da einfach Menschen, die sind darin deutlich, deutlich besser. Und dann hast du so den ersten Steuerberater, dann hatte ich damals so den Glauben, ja gut, jetzt habe ich einen Steuerberater, der macht das schon alles für mich. Über die Jahre merkst du dann, okay, der Steuerberater, der macht nicht einfach, sondern du musst den Steuerberater steuern. Und bis dahin zahlst du aber viel Lehrgeld, viel Schmerzensgeld, viel Geld, ja, das ist so ganz klar. Aber das ist halt alles so Teil des Prozesses. Dann kommen die ersten Mitarbeiter, dann musst du natürlich da gucken, okay, wie macht man das Ganze, wie meldet man die an, meldet man die ab, wie funktioniert das? Den ersten Mitarbeiter, den ich hatte, der war dann im Homeoffice von Anfang an. Remote haben wir zusammengearbeitet. Das war jetzt so 2015, 16. War das noch nicht wie heute. Ja, damals haben alle zu mir gesagt, boah, wie kannst du nur? Den kannst du doch nicht kontrollieren. Für mich war immer klar, wenn ich den kontrollieren muss, dann macht es gar keinen Sinn, den anzustellen. Ja. Ja, weil das dann einfach nicht der Mensch wäre mit der richtigen Einstellung. Jeder hat seine Aufgaben und solange die Aufgabe erledigt ist, jeder kommt fremde damit. Genau, so war schon immer meine Mentalität. Ich muss es natürlich dazu sagen, mit der Zeit, dann lernst du dann auch, okay, es gibt gewisse Positionen, da hast du meistens gewisse Persönlichkeitsstrukturen und diese Menschen, die brauchen dann schon ein bisschen mehr Kontrolle und nicht so einen freien Rahmen und da muss ich auch lernen, dass viele Menschen das auch gerne haben, einen konkreten Rahmen, den du vorgibst. Also nicht jeder mag so diese maximale Freiheit. Aber das sind dann alles so Prozesse, die ich durchlaufen habe und die natürlich, heute durchlaufe ich ja auch noch Prozesse, ich weiß ja auch nicht alles und mache nicht alles richtig. Aber ja, so war das damals. Ja, du hast so, du standst dann immer vor der Situation und ehrlich gesagt, das Erste, was ich immer gemacht habe, war einfach gegoogelt. Geguckt, was ich dazu finde an nützlichen Informationen. Wenn es notwendig war, habe ich mir dann auch Bücher besorgt. Und später war es dann so, dass auch immer mehr YouTube-Videos gab. Also heute gibt es ja zu sehr vielen Themen YouTube-Videos, Erfahrungsberichte, die du dir angucken kannst, wo du dann schon auch einen
ganz gutes Bild bekommen kannst. Also hast du dich anhand von Google und Büchern informiert für alles, ja, wie was du genau. heute aufgebaut hast? Genau. Später kamen dann, wie gesagt, auch viel Podcasts dazu. Dann kamen auch mal Seminare dazu, auch mal Coachings. Aber am Anfang hatte ich dafür kein Geld. Und dann habe ich natürlich das möglichst günstige oder kostenfreie Wissen genommen. Und das ist zum einen Google. Ja, und da kriegst du schon sehr, sehr viel Content. Und man muss auch sagen, Bücher, auch wenn mir das manchmal im Herzen wehtut, wenn ich mir überlege, ich zahle jetzt irgendwie 15 Euro und ich habe da so ein geiles Wissen und es kostet nur 15 Euro. Ja. Mhm. Aber Bücher sind günstig und da kriegst du schon sehr, sehr gutes Know-how. Und das muss ich schon auch sagen, dass so das Lesen schon sehr, sehr charakterprägend für mich war. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also das so das mit das Prägendste, neben natürlich praktischer Erfahrung und dem echten Leben, aber das ist schon so, dass durch das Lesen du sehr viel Kompetenz, sehr viel frische Gedanken bekommst, die du so nicht bekommen würdest. Und ich würde auch immer ganz klar sagen, wenn du nicht liest, du beraubst dich sehr, sehr viel Potenzial. Und diese einfachen Formate an Content, wie zum Beispiel Podcasts oder YouTube-Videos, die sind ergänzend immer gut. Aber ein Buch, wo du dich mal 10, 12, 16, 20 Stunden wirklich voll fokussiert mit einem Fach, mit einem Thema auseinandersetzt, das ist schon sehr, sehr, oder kann schon sehr, sehr charakterprägend sein. Wie ist es eigentlich? Du hast ja erzählt, du hast dann auch Coachings irgendwann gemacht. Genommen. Besser, ja, auch sorry. Gemacht, aber auch genommen. Ja, mehr genommen als genommen. Genommen. Wie ist es jetzt, wenn ein junger Zuschauer, der jetzt gerade das Video schaut, würdest du sagen, es wäre ratsam, wenn er ein Coaching vorgeschlagen bekommt oder wenn er bei einer Sache fragend dasteht, ist das für ihn ratsam, ein Coaching aufzunehmen oder mitzumachen? Oder würdest du sagen, ey, chill mal erstmal ein bisschen, guck erstmal, wie du anders vorankommst und dann vielleicht ein Coach. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Coaching gut ist, dass es schlechte Coachings gibt, ist klar, aber wir gehen jetzt davon aus, es ist ein gutes Coaching. Jemand hat sich beschlossen, er will sich der Sache wirklich annehmen und da vorankommen und er kann es sich leisten, dann würde ich immer dazu raten, weil du kaufst dir halt sehr viele gelöste Probleme, du kaufst dir Kompetenz und dadurch kommst du schneller voran und du hast so eine konkrete Anleitung, wie du in der Sache vorankommst. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Fitness-Coaching vergleiche, ja, grundsätzlich, jeder würde jetzt sagen, ja, ich weiß schon, wie man abnimmt. Ja, gut, aber warum sind die wenigsten in guter Form? Ja, ja, irgendwie gehört ja wohl doch mehr dazu. Ja, weil, als Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich esse jetzt jeden Tag nur noch irgendwie 500 Kalorien, dann würdest du zwar abnehmen, aber dein Coach würde dir sagen, ey, Bro, mach mal ein bisschen langsam. Du wirst deinen Willensmuskel ziemlich platt machen, wenn du nur noch 500... 500 Kalorien generell oder nur 500 Kalorien weniger als der Tag? Nee, pro Tag 500 Kalorien. Okay, ja. Du würdest dann zwar Fett abnehmen, ja, aber du würdest auch jegliche Muskeln verlieren. Ja. Genau. Und du würdest auch sehr schnell die Motivation verlieren, etc. etc. Krank werden. Genau, alles. Also es hätte sehr viel negative Effekte, die dir jetzt aber als Anfänger nicht bewusst sind. Ja. Was auch nicht schlimm ist, ja, du bist ja noch ein Anfänger. Und letztendlich ist es so, dass durch so ein Coaching du dir auch viel Commitment kaufst, was auch nochmal ein sehr, sehr großer Punkt ist, den man nicht vernachlässigen darf, psychologisch. Aber ja, wie gesagt, diese Struktur, an die du dich jetzt einfach erstmal hältst und dann so den Zug ins Rollen bringst. Ja. Und wenn dann der Zug rollt und du dann auch so deine eigenen Erfahrungen gemacht hast und du auch so ein laufendes System hast oder vielleicht auch mal gewisse Erfolge gefeiert hast, gewisse Milestones erreicht hast, dann eigene Schritte zu gehen, ist was ganz anderes, wie wenn du dich so komplett von Anfang an blind reinquälst. Gerade im Bodybuilding, da gibt es so einen Begriff, den ich sehr gerne auch in andere Lebensbereiche übertrage, und zwar Bro Science. Mhm. Hast du vielleicht schon gehört? Bro Science ist so immer so dieses
anekdotisch übertragene Wissen und das, was sich so selber, was man sich selber so irgendwie denkt, was man sich selber so logisch zurechtlegt. Und durch dieses Bro-Science-Vorgehen ist es ganz oft so, dadurch, dass man keine Kompetenz hat, glaubt man, etwas auf eine gewisse Art und Weise tun zu müssen, was aber nicht zu den Resultaten führt, die man gerne haben möchte. Ja. Ja. Und daher ist so dieses sich selbst zusammengereimte Wissen oftmals echt nicht gut. Und es macht schon Sinn, sich richtige Kompetenz ranzuholen und dann kompetent den Weg zu gehen. Okay. Ja. So. Wieder zurück auf Garnicus. Mhm. Du hast jetzt so den ersten Weg gebracht, du bist die ersten Jahre durchgegangen. Ab wann hast du angefangen, auch so deine eigenen Supplements zu verkaufen? Erst sehr spät. Und also ich habe... Der Weg dazu, ja. War der sehr steinig oder würdest du sagen, easy, geschafft? Nein, also ich habe ja mit Garnicus angefangen als Blog, der einen YouTube-Kanal hatte. Genau. Und bei diesem YouTube-Kanal haben wir zum einen über Athleten berichtet, beziehungsweise mit denen zusammen auch Videos gemacht oder Influencer. Damals gab es, wie gesagt, das Wort noch gar nicht. Da waren es halt Fitness-YouTuber. Und was wir immer gemacht haben, waren Produkttests. Neben so diesen Berichten aus der Szene und ganz, ganz viel Infocontent, den wir auch gemacht haben, war ein wichtiges Standbein von Garnicus, waren Produkttests. Das heißt, wir haben Supplements getestet und dann praktisch den Followern gesagt, was wir davon halten. Und das Ganze nicht jetzt nur meinungsbasiert, sondern schon auch auf validen Daten, auf validen Studien. Als Beispiel, wir haben immer versucht, die Meinung, die wir haben, auch mit Studien zu untermauern. Mhm. So. Und dadurch haben wir uns über die Jahre einen sehr, sehr guten Ruf aufgebaut. Aber wie ich schon sage, über die Jahre. Also das mit dem Produkttest, das haben wir, glaube ich, 7 Jahre gemacht. Und dann kam erst das erste Supplement. Ja, also 7 Jahre. In 7 Jahren habe ich über 550 Produkttests veröffentlicht, aber natürlich noch viel mehr Produkte genommen, weil nicht zu jedem genommenen Produkt kam auch ein Test. Ja, manchmal war dann zum Beispiel das Produkt nicht mehr auf dem Markt oder es war nicht so relevant etc. Ja, also ich habe wahrscheinlich in meinem Leben so viele Supplements genommen, unterschiedliche wie kaum ein anderer. Und dadurch habe ich mir die Kompetenz aufgebaut. Plus dadurch, dass man damals praktisch wie so ein Berichterstatter der Branche war, ist es auch so gewesen, dass man immer sehr, sehr viele Kontakte in die Branche hinein hatte, zu den Firmen, zu vielen Athleten, Influencern etc. Und da hast du natürlich auch sehr, sehr viel mitbekommen. Also ich bin einer der ganz, ganz wenigen Menschen, der sagen kann, ich war schon bei ESN, ich war bei MyProtein, ich war bei ZEC+, ich war bei XY-Firma. Ja? Mhm. Und dadurch kam praktisch das ganze Know-how zustande. Und dann haben wir gesagt, so, ey, die Leute fragen immer, was ist denn das Optimum? Lass uns doch jetzt mal selber das Optimum machen. Lass uns doch selber mal das Optimum umsetzen, wo wir sagen, genau so würden wir es machen. Das ist so das Optimum. Natürlich, wie du es in Deutschland machen darfst, ja. Inwieweit bist du in den Prozessen mit einbezogen? Also sagst du dann, die Zusammenstellung soll so sein? Oder sagst machst du die Produkte, sagst du, was alles an Inhaltsstoffen drin sein darf, was nicht. Wie weit bist du eigentlich mit einbezogen in den ganzen Prozess von etwas soll auf den Markt kommen, bis es auf dem Markt ist? Grundsätzlich bei den Supplements ist es so wie bei fast allem, was ich mal in mein Unternehmen gemacht habe. Ich habe es am Anfang erstmal selber gemacht, habe mich da praktisch reingenördet und dann habe ich versucht, das entweder an Menschen abzugeben, die es besser können als ich, weil ich mir das dann leisten konnte, oder an Menschen, wo ich gesagt habe, hey, ich bin der Überzeugung, das ist seine Geniezone und wenn er es eine Weile macht, wird er irgendwann besser darin sein als ich. Ja? Also ich habe ganz viele Menschen aufgebaut oder ich habe versucht, mir schon direkt den Experten nach einer gewissen Zeit dazu zu holen und dann praktisch an ihn das Ganze übergeben. Und so ist es auch mit den Supplements. Ich habe das am Anfang alles selber gemacht. Natürlich dann auch, ich hatte immer ein Team,
gute, kompetente Leute, wie zum Beispiel Danny, den viele kennen. Und da hat man sich natürlich schon sehr, sehr eng ausgetauscht, aber auch teilweise externe Leute, wo ich einfach immer die Meinung sehr, sehr gewertschätzt habe. Und mit denen habe ich mich dann immer ausgetauscht, immer um Rat gefragt, immer da auch nochmal einfach auch nach ihrer Meinung gefragt. Ja. Mhm. Aber bist du soweit? Tut es eigentlich schon weh? Ja, also man spürt es jetzt, aber dadurch, dass alles noch frisch ist, ja, ist es okay. Ich glaube, so in einer Stunde wird es dann... Ein bisschen mehr erzählen. Yeah. Ja, aber ist schon gut weit. Der hat schon die Outlines, glaube ich, fertig, oder? Ja. Die Outlines sind fertig. Fangen jetzt an, schwarz zu füllen. Ja, also er ist gnädig mit den Schmerzen. Ich hatte es schon schlimmer. Ja, er macht das schon gut. Auch in den letzten Malen habe ich auch mal mitbekommen, er geht sehr gut mit der Nadel voran. Ja. Die Leute haben meistens keine Schmerzen bei ihm. Ja, nicht keine, aber... Wenig. Schmerzen gehören zum Tätowieren in Anführungszeichen leider dazu, aber es gibt Tätowierer, da merkst du einfach, die beherrschen ihr Handwerk nicht so gut und dann tut es schon sehr, sehr weh. Ja, Fidel El Castro, der kann das gut. Ja, absolute Empfehlung. Bisher. So, gehen wir nochmal zurück. Du hast also erzählt, du hast am Anfang viel selbst gemacht. Mhm. Mittlerweile hast du ein Team mit kompetenten Leuten und die übernehmen dir auch viel von der Arbeit ab. Ja. So, du bist dann jetzt seit, so viel ich mitbekommen habe, seit Corona auch jetzt hier in Dubai. Mhm. Wie kam es dazu und wie fühlst du dich mittlerweile hier? Also, ich glaube, es war der zweite Lockdown, wo ich relativ viele Bekannte hatte, die nach Dubai gegangen sind, weil hier kein Lockdown gewesen ist. Und ich muss gestehen, ich hatte jetzt nie so sehr mich mit Dubai auseinandergesetzt, weil für mich war immer klar, irgendwann werde ich so in die USA gehen und da leben. Und alles andere ist für mich immer nur so Urlaub, aber mehr nicht. Bereust du es, statt in den USA jetzt in Dubai zu sein? Nein, auf gar keinen Fall. Also für mich ist das hier jetzt schon auf eine andere Art und Weise. Also Dubai hat schon viel, was in den USA sehr ähnlich ist, muss man sagen. Ja. Sehr westlich geprägt. Gerade, sehr. Gerade wenn man die Städte vergleicht, hier, wenn man ein bisschen weiter fährt nach Abu Dhabi, sind plötzlich teilweise unterschiedliche Regelungen. Wie ja, hier. Ja. Also hier hast du schon viele Vibes, die sehr ähnlich sind wie in den USA. Gerade so dieses bisschen am Ballen sein, express yourself. Das hast du ja in den USA auch. Aber für mich war immer klar, ja, irgendwann geht's in die USA. Dann war Corona, zweiter Lockdown. Viele von meinen Bekannten sind nach Dubai. Und dann war so, ja, hey, warum eigentlich nicht jetzt auch mal dahin gehen? Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr mit Dubai beschäftigt und habe dann gemerkt so, wow, shit, das ist eigentlich nicht nur geil für mal einen Monat Lockdown, sondern das ist das neue Amerika. Ja. Ich habe so direkt gecheckt, früher war es der American Dream, heute ist der Dubai Dream. Lustig, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich das hier höre bei den Interviews. Und freut mich, dass du auch genau die gleiche Meinung hast. Ja, und da war ich noch in Deutschland, aber durch dieses Auseinandersetzen mit Dubai habe ich so gecheckt, okay, das ist jetzt die neue Welt, da werden jetzt die Karten neu verteilt, da ist jetzt richtig Speed drin, da ist jetzt Action drin, da gehen viele Ambitionierte hin, da hast du viele Möglichkeiten. Und dann bin ich hergekommen, war dann für ein paar Wochen da, dann bin ich kurz nach Deutschland, dann wieder direkt zurück nach Dubai. Dann war ich so insgesamt ein halbes Jahr da und habe einfach gemerkt, so okay, es ist hier voll meins. Ich liebe den Vibe, ich liebe die Positivität, ich liebe, dass du hier so viele ambitionierte Menschen um dich herum hast. Ich mag den Vibe der Stadt. Und dann war für mich klar, okay, für mich geht's nach Dubai erstmal dauerhaft oder für eine ganze Weile. Ja, ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, kann sein, in 3 Jahren sage ich, okay, jetzt geht's nach Miami oder LA oder Tokio, keine Ahnung. Ja, aber jetzt ist erstmal für mich Dubai the place to be. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja, ich hoffe, du bist hier auch gut angekommen. 100%, ja. Und dass die Leute auch mit dir hier sehr gut umgehen. Ja, ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Wie ist es? Dubai? Und du warst jetzt auch zurzeit wieder unterwegs. Mhm. Wo warst du? Boah, ich war erst in Thailand und dann war ich für knapp 2 Wochen in Dubai. Dann bin ich in die USA.
Da war ich in Orlando, in Virginia, kleinere Städte und dann Miami. Bevor wir darauf eingehen, ich habe eine Kleinigkeit für dich mitgenommen. Okay. Ich bitte einmal die Regie. Messer? Ein Messer. Hier. Danke dir. Das ist hier ein kleines Geschenk okay. von meiner Seite für dich. Sehr, sehr geil. Ja, da steht Marcel. Ist von einem Dortmunder Künstler. Shoutout an. Wie ist sein Name? Sein Name ist unbekannt, denn er ist Underground-Künstler. Okay. Und er arbeitet mit einem Freund von mir zusammen und die haben aus seiner Kunst haben die halt T-Shirts hergestellt. Okay. Genau. Und das ist hier für dich. Okay, hier das Messer. Sehr, sehr Regie? Schöne Verpackung hier. Okay. 4-4 wegen Dortmund, natürlich. So. Sehr, sehr stylisch. Hier. Okay. Und dann noch ein zweites Shirt. Genau, das ist die Brand. Die heißt Tournesol. Das heißt Sonnenblume auf Französisch. Mhm. Das hat er selbst gemalt und dann haben die es halt auf ein T-Shirt geprintet. Genau. Okay. Ja, sehr geil. Ich danke dir. Gerne doch. Ich bin, was die Bewegung angeht, eingeschränkt, aber... Ja. Grüße gehen nochmal raus Grüße an den Jungs. Grüße gehen raus. Dankeschön. So, und bevor wir auch weitermachen, zur kleinen Aufwärmung nochmal. Ich habe so ein kleines Frage-Quiz-mäßig gemacht. Kann man eher sagen, so eine kleine Fragerunde. Okay. Einfach 10 Fragen und... Ich erwarte eine schnelle und kurze Antwort dazu. Okay. Kann ich gerne anfangen? Bist du bereit? Was war dein peinlichstes Erlebnis? Boah, echt schwer. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man irgendwie mit einem Mädel am Start war und sehr schnell fertig war. Das würde ich sagen, das ist dann so das Peinlichste. Ja. Okay, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Was inspiriert dich, wenn du kreativ sein möchtest? Viel Musik. Musik ist für mich auf jeden Fall immer eine sehr große und wichtige Inspiration. Aber auch immer Geschichten von anderen Menschen, die einfach viel geschafft haben in ihrem Leben. Das finde ich immer sehr, sehr motivierend. Die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingswort? Sehr gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, mein Name, weil jeder hört gerne seinen Namen. ja, mein Name. Welcher Film hat dich zuletzt beeindruckt? Mit Will Smith, Emancipation. Den gibt's auf Apple TV, den kann ich allen empfehlen. Der erzählt die Geschichte von einem sehr berühmten amerikanischen Sklaven. Und für mich war das so eine Story, die mich besonders gepackt hat, weil mein Urgroßvater war Afroamerikaner in Amerika, der noch versklavt gewesen ist. Ja. Und das dann so in diesem Film zu sehen und dann aber auch zu wissen, okay, in deiner Familie, in deinem Stammbaum gibt es Menschen, die das auch so erlebt haben. Da kommt's nah. Genau, das hat's halt nahbarer für mich gemacht. Mhm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Welche drei Dinge würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ein technisches Gerät, iPad. Dann... Eiweiß? Nein, so eine Dip,
und Pull-Up-Bar, irgendwie sowas zum Trainieren auf jeden Fall. Ja. Gerade, dass du so Pull-Ups machen kannst und Dips, weil dann kannst du schon echt viel machen. Und als letztes Nasenspray. Stark. Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches? Ich habe in meinem iPhone habe ich so ein, in den Apple Notes so einen Ordner mit Leitsätzen, wo ich mir immer gute Zitate oder gute Learnings so abspeicher. Und das ist schon richtig, also habe ich sicher so 2000 Sätze drin. Ja, das heißt auch, der Ordner heißt Leitsätze. Aber wenn ich jetzt so einen auswählen müsste, wo ich behaupte, damit fährst du eigentlich immer sehr gut, ist, wenn es kein Oh yes, ist es ein Nein. Stark, stark, stark. Hast du ein ungewöhnliches Talent? Also, was mir so bisher immer sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich immer Potenziale sehe und erkenne, teilweise in Menschen, die das selber noch gar nicht so sehen, und es ist dann auch gar nicht immer einfach, dass die dann zu überzeugen. Aber ja, ich würde sagen, das ist so, wenn ich eine Gabe habe, dann ist es das, Potenziale erkennen. Ja. Interessant. Welche historische Persönlichkeit würdest du gerne treffen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest? Also nicht, weil ich den jetzt irgendwie extrem feier, aber mich würde einfach interessieren, was ist in seinem Kopf abgegangen. Einmal wäre das Adolf Hitler, weil irgendwie war ja das, was er gemacht hat, schon sehr, sehr krass. Er hat sehr viele Menschen motiviert, weil da mitzumachen, ja, und ich verstehe es nicht. Aber es hat ja historisch schon extrem viel beeinflusst. Genau. Stimmt, stimmt. Ja. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das letzte Buch heißt Der Dip. Ich bin immer sehr schlecht mit den Autoren, aber ich kann das Buch auf jeden Fall allen empfehlen. Und die, die so ein bisschen lese- und hörbuchfaul sind, ist auch ein relativ kurzes Buch. Also ich glaube, das Hörbuch geht nicht mal 2 Stunden. Das war jetzt nicht der Grund, dass ich es ausgewählt habe, aber es ist ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Okay, schön. Und die letzte Frage wäre, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Ära würdest du reisen? Ich bin auf jeden Fall so ein Fan der 70er, 80er Jahre. Das würde ich abfeiern. Oder auch so in das 17. Jahrhundert, als so Amerika, als dort die Karten so ein bisschen verteilt wurden. Das würde mich schon sehr interessieren. Das wäre der Punkt, wo du zurückgehst. Alles klar. Die Fragerunde ist vorbei. Blärt ja die ganze Zeit diese Fliege, Alter. Ich drehe gleich durch. Was ist das für eine? Zwei. Ja, zwei. Du warst ja bei Mr. Olympia. Yes. Wie war's? War cool. Ich war unter anderem mit Danny, der Dr. Martina Olesch und unserem Kameramann da. Wir waren eine gute Truppe. War allgemein ein sehr cooles Erlebnis, weil wir hatten so ein typisch amerikanisches Haus als Airbnb. Mhm. In so einer richtig amerikanischen, idyllischen Gegend. Das war sehr, sehr cool. Aber natürlich auch die Veranstaltung war cool. Zu sehen, wie sich so die Bodybuilding-Fitnesswelt weiterentwickelt. Athleten in Topform zu sehen, ist immer geil. Und der Mr. Olympia ist so, wie soll ich sagen, die WM des Bodybuildings, so könnte man sagen. Du bist zum wievielten Mal jetzt dort gewesen? 3. oder 4. Mal. Und jedes Mal neue Erkenntnisse gezogen? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich behaupten würde, früher bin ich jetzt da noch nicht so beobachtend dran gegangen, wie ich das jetzt tue. Also jetzt bin ich schon analytischer und
versuche auch so viel fürs Leben einfach zu lernen. Bist du auch mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, was jetzt da geschehen ist? Also ich glaube, CBAM hat in der Klassik Physik und Open war Derek Lunsford. Genau. Ja. Also ich war dahingehend nicht zufrieden. Wir sind ja mit Gannikus auch dabei gewesen, um einen Athleten zu sponsoren. Und der war letztes Jahr Mike Sommerfeld. Grüße gehen raus an der Stelle. Der war letztes Jahr in den Top 5 und eigentlich haben wir alle ihn da auch wieder gesehen. Und so ganz war ich am Ende mit seiner Platzierung nicht einverstanden, die er jetzt dieses Jahr bekommen hat. Aber das gehört dazu. Ja, und ansonsten, was jetzt so das Ergebnis in der offenen Klasse angeht, war jetzt so ein bisschen umstritten mit dem Derek Lunsford, dass der das gewinnt, weil hier und da gesagt wurde, da waren viele Ölinjektionen zu sehen. Aber am Ende des Tages haben das schon viele der Jungs da vorne. Also, ja. Ja, ich fand's schade. Ich selbst war natürlich mein Landsmann, den Harry Chopin. Ja. Ich fand ihn auch viel maskuliner. Vielleicht der Latt war natürlich nicht so ausgeprägt. Man hätte ihn schon gewinnen lassen können. Er hat nur nicht so gut gepostet wie im letzten Jahr. Ja. Dementsprechend fand ich es jetzt nicht so toll. Ja. Aber natürlich, er war trotzdem in den Top 3. Ich glaube, er ist sogar Zweiter geworden. Zweiter, ja. Ja, ja. Ja, wir wollen uns aber nicht mal mit dem Zweiten zufrieden geben. Wir wollen, dass unsere Landsmänner natürlich immer der Erste werden. Ist nicht schlimm. Nächstes Jahr holt er es sicher wieder rein. Die Chancen stehen gut. Ja, ja, natürlich, er ist eine Maschine. Ich bin jedes Mal, wenn ich so Bilder von ihm sehe, ich bin fasziniert, wie man da so viele Muskeln an seinen Körperregionen haben kann. Das ist unglaublich. Gut, was hast du alles noch so in Orlando gemacht? Ich war in Disney World, was so ein bisschen enttäuschend war, weil da sind gar nicht so viele, also für mich war das so entspannt, aber meine Freundin, die fand es sehr schade, dass da nicht so viele Mickey-Mäuse und so rumgelaufen sind, so Figuren. Ich war jetzt gar nicht so lange in Orlando, eine Woche, dann sind wir weiter nach Virginia. Da sind Verwandte von mir, unter anderem auch mein Vater, Tanten, Onkels etc. Das war dann schon cool, weil da haben wir dann richtig so ein bisschen Family Get-Together gehabt. Back to the Roots. Back to the Roots, genau. Wir sind da dann auch unter anderem mit meinem Vater in seine alte Hood gefahren, was halt wirklich so eine damalige Südstaaten-Hood war. Also Südstaaten-Hood ist ja nicht wie jetzt in New York mit Blockhäusern, sondern sind halt diese kleinen Häuser, in denen dann damals nur Schwarze gelebt haben. Und ich habe eine Verwandte, sie ist sie ist so ein Geschichtsnerd und auch in unserer Familiengeschichte. Und dann hat sie mir wirklich so den ganzen Stammbaum gezeigt. Und als wir da rum sind, hat sie so die alte Nachbarschaft darüber erzählt. Das war ja damals nach der Slavery, kam ja dann die Separation, also die Apartheid, wo dann Schwarze in gewisse Geschäfte nicht durften. Und dann gab es so die schwarzen Polizei, das schwarze Krankenhaus etc. Und dann hat sie mir die Häuser gezeigt, die mein also Great-Grandfather ist Urgroßvater, gekauft hat als einer der ersten Schwarzen in dieser Area und hat das alles so erklärt. Und das war schon sehr, sehr cool. Für mich persönlich, ja, das jetzt für andere nicht so. Die brennen dafür natürlich nicht so, aber. Es ist aber trotzdem schön zu wissen, wie du fühlst. Ja, das war für mich natürlich schon sehr cool, da viel über meine Familie und die Geschichte zu erfahren. Aber natürlich auch immer, ist halt auch immer die Geschichte von den Schwarzen in Amerika, die Sklaven gewesen sind, die aus Afrika praktisch eingefangen wurden und verschleppt wurden, so muss man es ja sagen. Und ja, dann war ich noch in Miami. Was ich auch sehr, sehr mag, ich resoniere sehr gut mit dieser Hispanic Culture. Ich mag das Essen, ich mag die Sprache, ich mag die Musik. Ich mag dieses ganze Reggaeton-Zeug, aber auch dieses alte, klassische
dieses, was ist das? Merengue oder so. Diese Musik, gell? Also ich mag diese melodischen und dann die Gitarre genau. Und alles. Ja, genau, so. Auch die Frauen, ja, Latina-Frauen. Auch wenn ich immer bei Alex sitze und er mich tätowiert, dann wir hören auch immer so spanische, ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Musik, alles zusammen, ja. Ganz halt durchgehen. Auch wir mögen auch alle das Essen. Wir haben vorhin noch ein Burrito alle gegessen. Ja, auch so diese kubanische Einfluss. Ich rauche gerne Zigarren, ja. Da kannst du dann auch so selbst gedrehte Zigarren rauchen, kosten auch nicht viel, aber du hast so was ganz Individuelles, was du jetzt zum Beispiel hier nicht machen kannst, ja, und in Dubai sind Zigarren scheiße teuer. Ja, also ich bringe das immer aus dem Ausland. Außer man ist hier Gast bei der NHN Gallery, das ist natürlich kostenlos sogar. Ja, dann muss ich... Ja, ey, lass nach dem Trainer eine Zigarre zusammen rauchen. Gerne, ja. Ja, Kuriba sogar. Ja, nein, aber Miami auch immer cool, feiere ich auch auf jeden Fall. Ich war nur in South Beach und da war ich jetzt das erste Mal und habe gemerkt, das ist nicht so meins, weil das ist so eine schon harte Party-Ecke und ich mache jetzt einfach nicht viel Party mehr. Ich habe das so hinter mir und ja, aber war cool. Freut mich. Und dann bist du jetzt wieder zurückgekommen vor 3 Tagen? Genau, ja. Und gut klargekommen mit der Zeitumstellung und Wetter? Wobei Wetter geht ja. Ja, Wetter ist jetzt ehrlich gesagt sehr ähnlich wie in Miami, weil da hat es auch ein bisschen geregnet zum Schluss und das Klima war schon sehr ähnlich. Zeitumstellung, ja, ist halt mit dem Flug ätzend, ja, 14 Stunden zurückgeflogen. Aber es gehört dazu und ich finde, in jede Situation hat so etwas, hat so ein Goldnugget und auch so ein 14-Stunden-Flug hat so ein Goldnugget. Und ich habe versucht, diese Gold Nuggets zu genießen von diesem 14-Stunden-Flug. Ja. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Gelesen und auch mir so einfach paar Dokus angeguckt, wo ich sonst nicht so dazugekommen bin. Hm. Oder auch mal so ein bisschen Handy aufgeräumt. Solche Sachen einfach. Ja. Ja, man muss ja die Zeit ja irgendwie totschlagen. Ja, aber ich finde so dieses Zeit-Totschlagen, ich habe das eigentlich so aus meinem Wortschatz verbannt, weil das ist so das Schlimmste für mich, für mein Empfinden, was du machen kannst, weil am Ende ist ja unsere Lebenszeit begrenzt, ja. Ich weiß nicht, was danach kommt, ja. Und dann ist so Zeit totschlagen, das sollte einfach nicht sein. Ja? Hast recht. Man sollte das wirklich immer genießen. Hängt natürlich auch immer von der Situation ab. Manchmal gibt es auch Situationen, da geht die Zeit flöten und man kann auch in der Zwischenzeit nichts machen, weder abschalten noch. Aber auch das birgt dann, finde ich, so eine Herausforderung, aber auch Magie, ja, in sich, die ich behaupte, du fährst besser, wenn du versuchst, diese Magie zu catchen, anstatt zu sagen, ich versuche jetzt die Zeit totzuschlagen. Das ist nicht einfach, ich sag nicht, dass es einfach ist. Es wirkt auf jeden Fall anders dann. Ja. Genau. So, Marcel, bevor wir uns dem Ende zuneigen, habe ich noch ein zweites Geschenk für dich. Okay, wow. Ich bitte die Regie einmal noch mal ein Messer. Ein Geschenk, ein Tattoo, eine Zigarre nachher. So. Ich kann kurz Pause machen, weil wir sind quasi fertig mit 50%. Okay. Werden alle Gäste so beschenkt? Ja. Ja. Alle können sich auf schöne Geschenke freuen. Okay. Natürlich. Also das ist ja nochmal ein Grund mehr, hierher zu kommen. Ja, also Tattoo, Geschenke. Also ich versuche halt immer mit unterschiedlichen Artists zusammenzuarbeiten. Also mit Artist meine ich jetzt nicht Tattoo-Artist, sondern Geschenk-Artist. Was die Geschenke angeht, ja. Mein Tattoo-Artist habe ich und den werde ich auch nicht wechseln. Stimmt's, der das auch Castro? Echt gut macht. Erstmal also wieder. Schienbein ist eine kritische Stelle. Ja, Mann. Er ist schnell und es tut echt nicht so weh, wie ich gedacht habe. Okay, das sieht nach einem... Falls du mal wieder in Deutschland bist. ...fetten Hoodie aus, ja. Oder falls die Klima hier so hart eingerichtet ist. Das ist die Rückseite. Sehr, sehr sick. Das ist der Backprint. Mhm. Front sieht so aus. Mich erinnert dieser Print
das wirst du jetzt vielleicht gar nicht mehr kennen, aber so in den 80er Jahren hatten die in New York so Jeansjacken immer mit so Backprints, Airbrushprints, und daran erinnert mich das. Du müsstest jetzt nur kurz sagen, was hier steht. Das ist auch die Marke, Tournesol Studios. Das ist französisch für Sonnenblume. Shoutout geht raus. Ja, die Jungs haben das, also der Künstler, der hat das auf einer Leinwand selbst gezeichnet. Okay. Es gibt auch ein Video, wie er es in seiner Villa gezeichnet hat. Mhm. Und das, was er gezeichnet hat, ist das Ergebnis, was hier auf dem Pulli im Endeffekt drauf ist. Okay. Genau, das ist von Van Gogh. Mhm. Es gibt ja die 7 Sonnenblumen. Mhm. Und das ist die 8er. Okay. Ja, sehr cool. Ja. Ich danke dir. Gern doch. So. Es hat mich wirklich gefreut, dich hier bei mir zu haben. Und zum guten Abschluss würde ich dich gerne mal bitten, vielleicht den Zuschauer einen Tipp zu geben, was du denen so ins Herz legen würdest, für nicht nur für ihr Leben, sondern gegebenenfalls auch für ihren Werdegang, wenn sie sich für etwas entscheiden möchten. So wie du es natürlich auch gemacht hast. Du hast dich ja gegen eine damalige Zukunftsperspektive entschieden und bist einen anderen Weg gegangen und bist erfolgreicher gegebenenfalls geworden, als du vielleicht mit einem anderen Ding geworden wärst, weil da mehr Leidenschaft drin war. Sagen wir anders erfolgreich, und sicherlich hat es mir mehr die Möglichkeit gegeben, mich mehr selbst zu verwirklichen. Ja, also in dieser ja doch eher ein bisschen biederen Branche würde ich sicherlich nicht so aussehen, wie ich heute aussehe. Ja, daher kann ich nur jedem sagen, dass er da wirklich so auf seine innere Stimme hören sollte und vielleicht so in der heutigen Zeit darauf achten, wirklich immer wieder Momente für sich selber zu schaffen, damit man auch wirklich seine innere Stimme hören kann. Weil das, was ich so schon sehr stark beobachte, ist, dass viele nonstop eigentlich immer irgendeine Beschallung haben, immer irgendeine Ablenkung haben, ständig dieses Pleasure, diesem Pleasure-Seeking nachgehen, ja, Vergnügungssucht. Und das ist so alles gut, aber es lenkt halt sehr viel von einem selbst ab. Und man selbst ist ja für sich selbst der Wichtigste. Und wenn man aus sich das Maximum rausholt, dann kann man auch immer seinen Liebsten am meisten bieten, am meisten liefern. Ja? Natürlich. Und daher ist es wichtig, einen gesunden Egoismus zu haben, um wirklich so seinen Liebsten auch so den meisten Mehrwert liefern zu können. Ja? Aber natürlich auch, um selber ja eines Tages von der Erde zu gehen und zu sagen, ey, ich habe so was geleistet. Ich habe nicht nur geleistet, sondern ich hatte so ein geiles Leben, und daher auch hier das Kaizen, ja, immer so diese Weiterentwicklung, nie stehen bleiben und auch nie irgendwie sagen oder nie sich ein Leben aufbauen, wo man sagen muss, boah, früher, da, weißt du noch, ja, sondern dass du immer so in dem jetzigen Moment sagen kannst, so, hey, ist geil, so wie es ist. Und versteht mich nicht falsch, es kann nicht in jedem Bereich immer geil sein. Ja, also auch bei mir ist jetzt nicht überall immer alles geil. Aber ich kann immer sagen, okay, durch das, was ich mache, habe ich dann irgendwie mehr Erkenntnisse, bin irgendwie dann doch nochmal erfüllter, etc., etc. Und ich würde behaupten, das ist so für alle sehr befriedigend und wichtig. Danke für deine Worte. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich, wenn das Tattoo zu Ende ist. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich. Wir sind zurück zum Video. Das Tattoo ist fertig. Alex, zeig dir das gern mal. Und Marcel, bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Aber auch die Tätowierung an sich, das Tätowieren an sich war für das, dass ein Tattoo ist, sehr angenehm. Also Schmerzen waren nicht stark, und er war sehr schnell. Ja. Schnell und nicht so schmerzvoll. Ja, es ging also schnell. Absolute Empfehlung. Ich glaube 2 Stunden oder so, das ging echt fix. Ja. Danke fürs Zuschauen. Lasst gern alle ein Like.
einen Kommentar und ein Follow da. Schreibt in den Kommentaren gern, wen ihr hier noch gern sehen würdet. Achtet bitte darauf, dass es vielleicht jemand ist, der sich auch gerne tätowieren lässt, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, das zu klären. Aber wir sehen uns zum nächsten Mal.